Food good or bad? Ah, very good, good. Oder ich glaube, ich kotze heute beim Training, ich bin ehrlich, Digga. Okay. Was macht der Gundi? Oh, Junge. Was geht ab, Freunde? Wir nehmen euch heute mal wieder mit in unser Fußballtraining. Ihr wisst, Freunde, ich war ein bisschen angeschlagen. Jetzt geht es mir zum Glück wieder ein bisschen besser. Wir hatten spannende Spiele, enge Spiele, Punkte liegen lassen. Deswegen müssen wir jetzt wieder hart trainieren. Ja, das ist halt hier normales Training, ne? Ja, der Boris hart. Macht hier schon irgendwelche Bilder mit irgendwelchen Kindern. Richtiger Star, so abgehoben. Willst du nicht Ratar? Oh no, Scheiße, was ist denn hier los, Digga? So voll. Wir haben noch nicht angesagt, dass heute Training ist. Ja, guck mal, der Medi auch hier. Leute, so ist das, wenn man hier ankommt. Heute finden wir raus, wer den kleinsten Schniedel hat aus der Mannschaft. Wo meinst du, du gewinnst diese Challenge? Auf jeden Fall. Perfekt. Oh, ja, ja. Ui, ui, ui. Heute, Holzi hat es glaube ich schon gesagt, einfach Training für die Rückrunde und für Holzi erste Training dieses Jahr. Man muss auch mal trainieren als Fußballer, ne? Heute sind wir sehr viele, mehr als bei einem Spiel, finde ich super. Aber auch seltene Bankwerte. Matze ist der Eingang, glaube ich. Hier alles noch zu machen. Ach, das Holzi, ich dachte, der ist auf Klo. Wer ist denn da auf Matze, Klo? Matze, ich glaube, Matze. Wer ist das? Hä? Sag mal deinen Namen. Wer ist auf Klo? Leute! Ah! Was? 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 Jedem gerecht, ich dachte Jäger oder so. Matze, ey, Taki war ja verletzt. Taki Rumba. Und jetzt will er wieder im Training gucken, ob der Fuß geht. Oh, jo! Boah, du hast mich gerettet. Taki Rumba? Ja, Taki Rumba, ja. Taki Rumba! Das ist the foot say, my friend. Ja, Taki Rumba. Foot good or bad? Ah, very good, good. Very good? Yeah, good. Next very good. Game? Ja, nächste Game. Gucken Sie bitte, okay? Okay, ja. Ansage. Taki, nächstes ja. Spiel dabei. Sehr gut. Ja, sehr gut. Der einzige Mensch, der nur 3 Wochen braucht, um einen gebrochenen Fuß krank, wieder heilen zu können. Fuß gebrochen? Nein, nein, nächstes Spiel spiele ich wieder. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. So rein, wie ich meins. Der Ball muss flach gespielt werden. Ne? Ball flach spielen, sichere Technik. Mickey Mouse. Ja, ist ein bisschen schwer mittlerweile hier um Platz zu kämpfen. Sehr, sehr viele Leute heute da. Oder ich glaube, ich kotze heute beim Training. Ich bin ehrlich, Digga. Ja, bevor du kotzt, sag schnell Bescheid, damit ich das filme. Ihr werdet es auf jeden Fall, wenn ich kotze, dann seht ihr es im Video. Okay, das wollte ich nur sicher. Wow. Ja, das ist ein neuer. Den suchen wir für jeden Verteidigung. Danke, ne? Und jetzt beginnt das richtige Training. Wir haben uns bisher auf diesen Drecksacker warm gemacht. Aber was heißt Training? Wir spielen jetzt einfach nur die ganze Zeit. Ja, wir machen Spiel, Spaß, Freude. Das ist der Fußball. Viele Freude, Eierkuchen. Ja, ein bisschen Eier, was? Sidefact am Rande, ne? Das sind die alten Herren, die trainieren hier. Die haben mir letztens eine Mail geschrieben, ob ich nicht zu denen kommen will. Also ich weiß nicht, warum die denken, dass ich so alt bin, Alter. Also ich sag ehrlich, manche von denen sehen jünger aus als du. Ich bin 22, Leute. Mainly. Was sagst du zu deiner Leistung in den letzten Spielen, da wo du die ganzen Tore reingelassen hast? Reingelassen hast vor allem, nicht irgendwie kassiert hast oder so. Reingelassen, okay. An sich habe ich eine gute Torwartleistung. Es gibt natürlich, ich kann nicht alles retten, Bruder. Also manche Situationen, vor allem 1-gegen-1 Situationen, da kann ich nichts mehr machen. Ungelogen! Genau. Deine muss ich alle drei, Alter. Nein, das kann doch nicht, so ein Scheiß kann doch nicht reingehen, Alter. Wir machen ein Trainingsspiel. Natürlich. Kommen wir zum Trainieren oder kommen wir zum Spielen? Frag mal bitte, wer dieser neue Typ ist. Ich war so lange nicht beim Training. Der ist doch von denen da gekommen. Der ist doch von denen gekommen. Wir denn jetzt? So, du bist der. Die wollen mich abwerben. Ich hab dir gezeigt. Das war der Beste von denen. Ganz kurz. Bei kleinen Tor will ich aber nicht fest ins Tor. Das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß, weil du und Öhm sind. Wir müssen gucken, wer Nummer 3 oder Nummer 4 ist. Kennt ihr diese Torhüter, die immer sagen, heute bin ich nicht im Tor? Ja, Gundi und Jäger wählen. Der nimmt Schere, pass auf. Okay. Der nimmt Schere. Sehr gut, First pick. Holzi. Oh. Der Junge, der einen Monat krank ist. Ja? Zweidi. Das ist diese Trainer einschleimen, weißt du so? Meli. Nein, ich muss nicht kennen. Oh, Meli hier. Ja, Taki. Du machst das, Igor. Ich vertraue dir, Digga. Du machst das. Luis. Yannick. Boah, guter Pick. Abke. Boris. Johnny English. Da, den der auf Bissen ist. Fight. Ey, es gab noch Fight, ne? Ja, ich hab Fight übersehen, weil er Bissen hat. Ja, weil er 30 Minuten lang aufwärmen muss erstmal. Bruh. Ja, Igor. Du bist es. Er hat zwar schlecht gewählt, aber wir haben keine Leibchen. Wow, was hast du bei Holzi als ersten Pick genommen? Der sieht mir so sympathisch aus, deswegen hab ich den so gewählt. Team Gundi vs. Team Jäger, das sind schon so geile Namen. Oder Team Gundi vs. Team Goat. Team Gundi in schöne Orange. Wir werden den Gundi stolz machen.
und ein Coach. Weil dir, du als alter Spieler, du hast ja die Weisheit. Wie siehst du die Chancen für Team Gundi? Gut aus, würde ich sagen, ja. Ich glaub schon. Vito, Rugby-Training ist woanders, ne? Guck mal, der Junge. Der Junge ist einfach zu breit, Digga. Das ist next level. Dann tag ich ihn. Tschüss, mein lieber Fußball, Junge. Schreibt mal in die Kommentare, ob der Fuß für euch gebrochen noch sieht. Der sieht für mich sehr, sehr gut aus. Ja. 1-0, Boris. Ist das die schlauste Idee, Jäger ins Tor zu tun, wenn man Medi hat? Oh, Junge. Torwartwechsel hier bei Team Orange. Wer liegt hier aber mal neben mir? Fablito. Wer führt eigentlich? 1-0 für Orange. Ja, dann gehst du Short. Konkurrenzkampf groß, ja. Fablito mit Verspätung, das wird alles notiert. Nächster Sonntag, kritisch. Ja, ja, schwer. Noch ein. Stark. Rein, rein, rein. Boah, Imsen. Hat er sich die Position als vierten Keeper fast schon gesichert. Guter Ball. Macht es nicht einfach mehr Sinn, den Medi da hinzustecken. Ja. Oh, heutiges 2-0 hier. Geschenkt. Zwei Ostereier. Passend. Zu Ostern! Man merkt, die Spieler verlieren schon Verstand bei Team Jäger. Das wollten wir sehen. Jäger geht raus. Dafür Meli im Kasten. Morgen früh Seitenheben mit 30 Kilo pro Arm, dann geht das wieder. Egal, jetzt ist ja nicht mehr der richtige Keeper im Tor. Jetzt kannst du da vorne auch ein bisschen Action machen, ne? Eben, eben. Gehen wir jetzt in den Sturm. Ja, Moment. Erst muss der Arm ausheilen, damit man Freitag wieder Arme pumpen kann. Ah, genau. Genau. Richtig. Jäger, du musst wieder ins Tor, Jäger. Wir brauchen nicht wieder. Ja, aber sieht gut aus mit deinem Team, was du da gemacht hast, ne? Ja. Ja. Praktisch gewählt. Ein Zentralen, ein paar Verteidiger. Na komm, mal einen Kopf zu. Jetzt unser Ball! Oh, Arsch! Ja, sauber, Junge! Schieß! Nope! Lass es! Bam! Boah, stark, Medi. Ja, schön hier. Hast du? Ja, lass, ja! Weiß man, weil ich hab zu viel Auge auf mich gemacht. Weil diese Aktion gerade gegen Jäger einfach hier voll gezerrt. Scheiße. Anders. Jäger, was hast du dir bei dem Team gedacht? Was hast du da gewählt? Das sexyste, sympathischste Team, was es hier gibt. Was soll man mir jetzt sagen? Hast du eher so auf Aussehen geachtet? Ja, bei Meli holt sich tatsächlich, ja. Fablito haben wir umsonst bekommen. Perfekt. Oh, Mr. Taki. Oi. Ja, du Fablito. Ja. Ja, schön. Das ist es. Oh, Fablito. Das war die Chance. Ja, ne? Ja, das war die Chance. Nein, Mann. Besser geht's nicht. Taki, komm, Junge. Jetzt. Boah. Starkes Ding, Boris. Bam! Die werden auseinandergenommen. Da ist so dein erste Ding! Und Tor machen! Ja, sauber! Schön gespielt heute! Wer wollt ihr? Ein paar Sekunden später. Was war's denn? Hey, was ist das, Digga? Wer hat den gerade geschossen? Die geben uns den Fischer und der schießt jetzt Eigentore. Der Fischer ist zu blöd dafür, ich sag euch doch. Der hat den niedrigsten IQ hier. Glaube, das liegt an dem Licht hier. Das ist nämlich kein Blaulicht hier auf dem Feld. Komm, ich mach jetzt 5-5 Ansage. 5-5 mit der Glatze. Oh. 5-5. Ja, wie ich gesagt habe, fass meine Glatze. Geh! Der Fall trifft immer, das ist eklig, das ist unfair. Der trifft immer. Ja. 7-6. Boah, Holzi. Nein! Nein!
bist du ruhig. Ja, ne? Wir wollten dir natürlich ein bisschen die Chance geben, damit die auch Spaß am Fußball haben. Ne? Spaß, wir sind komplett schlecht gerade. Tja, Igor, Team Schönheit, ne? Sie sind die Schönsten. Du sagst es. Das Gute ist, wenn ihr verliert, seid ihr trotzdem schön, ne? Eben. Okay. Was macht der Gundi? Was ist das denn? Der dachte kurz Maradona. Was machst du? Oh, hey. Das ist komisch, die sind auch noch nicht vom Feld. Ja. Ja, Junge! Das Teil, das Teil, das Teil! Back! Hoch, Jimmy! Bam! Let's go! Gündi! Oh, Igor, Junge, holen die! Oh, ah. Bist das kann doch nicht wahr sein. Jetzt waren wir da gerade am Kommen. Gerade wollten wir das Spiel drehen. Da wird das Licht ausgemacht. Ich glaube, ich muss kotzen. Altbekanntes Bild hier, ne? Lichter gehen aus. Bei mir waren heute Lichter auch mehr als aus, Digga. Keine Ahnung, verflucht vom Tor. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Match, ey.